Sponsor des heutigen Videos ist RhinoShield. Sie haben den Werbeslot zwar gekauft, stellen ihn aber für einen guten Zweck zur Verfügung. Und zwar gemeinsam mit dem Team rund um Seven Worldwide möchten wir Team Seas unterstützen. Das ist eine Organisation, die sich um die Reduzierung von Plastikmüll im Ozean kümmert. Ich glaube, jeder von euch hat es mitbekommen in den letzten Folgen, wie präsent das Thema Müll bei uns auf der Insel war. In der Survival-Situation Segen, in der Realität eigentlich ein absoluter Fluch. Und Team Seas kümmert sich genau um sowas. Beach Cleanups, Geisternetze und viele Aktionen mehr, um einfach den Müll aus dem Ozean zu reduzieren. Wenn ihr der Umwelt also was Gutes tun wollt und das Projekt unterstützen möchtet, gibt es den Spendenlink unten in der Videobeschreibung. Und fettes Dankeschön nochmal an RhinoShield. Dort gibt es übrigens 17% Rabatt mit dem Code 7WorldsWide, auch in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und jetzt viel Spaß mit Seven vs. Wild. Ey, ich werde dich nie vergessen, diese Insel. Ich werde dich nie vergessen. Ich möchte einfach Danke sagen. Danke an euch. Hey, Kollege, jetzt wissen wir, wie er schläft. Er legt sich einfach hier hin und ja. Ein wunderschönes Exemplar einer Geißelspinne. Mein absolutes Lieblingstier. Challenge Tag 7, Outfit des Tages, wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Das hier ist ein anderes Level. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Wann bricht deine Psyche? Welcome to the jungle! Ich habe gekämpft ohne Ende. Seven vs. Wild, Panama. So, ich bastel ein bisschen noch an Challenge Tag 1. Gibt zwar keine Punkte für, aber ein kleines Projekt für die Familie. Ja, mal gucken, ob das was wird, so wie ich mir das vorstelle. Und mir ist gerade auch noch mal eins bewusst geworden. Wir können ja heute tagsüber immer wieder so ein paar Fazits machen, wenn mir was in den Kopf kommt, wenn wir den letzten Tag haben, im Vergleich zu Schweden. Ist es so viel rougher und härter hier als in Schweden? Für mich auf jeden Fall sehr, aber das liegt natürlich auch an einem Gegenstand. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte 7 Gegenstände und ich könnte hier einen Feuerstahl mitnehmen, ein Moskitonetz, eine Hängematte, einen Tarp, also ne, wenn wir die Regeln von Staffel 1 hätten, dann wäre das eigentlich kein Ding. So. Weil das, was mich hier ja wirklich plagt, sag ich mal, sind die Sandfliegen, ist das nicht vorhandene Feuer, deswegen kann ich auch nicht auf Nahrung gehen und so weiter. Also ja, Staffel 2 ist für mich definitiv deutlich, deutlich härter. Ich weiß nur nicht, ob es unbedingt an der Location liegt oder einfach an der Reduzierung der Gegenstände. Ich finde es aber gut, weil es sind neue Erfahrungen, die ich sammle. Und das war ja auch Sinn und Zweck dahinter. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen sich schlagen oder geschlagen haben. Und freue mich da auch schon drauf zu sehen. Vielleicht haben die auch Lösungen gefunden für Probleme, die ich habe, auf die ich nicht gekommen bin. Vielleicht
haben die gar kein Problem mit irgendwelchen Sandfliegen. Vielleicht haben die gar kein Problem mit Regen oder sowas. Kann ja auch sein. Würde ich sehr spannend finden, weil dann kann ich von denen auf jeden Fall noch lernen. We wish you a Merry Christmas. We wish... Ey, warte mal. Es ist ja bald Weihnachten für euch. Das müsste ja im Dezember laufen. Das würde sogar passen. Also wahrscheinlich ist es noch kurz vor Weihnachten, aber ich wünsche euch schon mal eine frohe Vorweihnachtszeit. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit. Ach, habe ich nicht eine Engelsstimme, oder? Na, wer erkennt schon, was es wird? Nee, schön. Es gehen die Magenkrämpfe wieder los. Blubbert schon. Jo, das wird gut. Hier habe ich auch überall irgendwie so Ausschlag drunter. Wie gesagt, das hier unten. Alter, das ist aber safe ein Pilz oder irgendwas, oder? Scheiße, ich hoffe, ich kriege das wieder behandelt. Ich muss sagen, es sieht sehr, sehr eklig aus, tut aber nicht weh. Oder ist das so ein Nässebrand oder so? Ich meine, guckt euch das mal an, ey. Ja, auch komplett weggelöst. Ja, keine Ahnung. Das Gute ist, Schmerzen sind jetzt nicht so da. Wie sieht's hier aus? Oh, scheiße. Auch hier der ganze Hacken ist so komisch löchrig. Ah ja, ja, 7 Tage komplette Feuchtigkeit an den Füßen ist halt, ist nicht geil, aber ich hab's nicht verhindern können. Ihr habt selber gesehen, mitbekommen. Eine Sache ist mir noch in den Kopf gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt thematisiert habe, weil die wahrscheinlich bei dem einen oder anderen riesen Fragezeichen auslösen. Und zwar, ich habe die eine Palme gefällt, um mir hier dieses Dach zu decken. Warum habe ich aber nicht die... Alles klar? Warum habe ich aber nicht die Palme gefällt mit den ganzen Kokosnüssen dran? Das lag einfach daran, dass die so komisch oben verwachsen war in die Steilklippe rein und da noch so viele dicke Bäume drumherum gewachsen sind, dass ich überhaupt gar nicht rankam. Das heißt, ich hätte, um überhaupt erstmal da ranzukommen, glaube ich, 4 andere Bäume fällen müssen, damit ich erstmal ein bisschen Platz habe, um da richtig arbeiten zu können. Und dann konnte man da gar nicht richtig stehen, weil die quasi genau auf der Kante von so einer Steilklippe stand. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die kleinere weiter hinten zu nehmen, weil ich da halt ordentlich rankomme. Sonst hätte es natürlich eher Sinn gemacht, wenn ich eh schon eine fälle, die mit den Kokosnüssen zu nehmen. Aber das war da nicht so easy möglich, wie man das vielleicht hätte denken können. Das wollte ich noch loswerden. War mir wichtig. Jawohl! Die war geil! Meine letzte. In der Woche. Das ist mein letzter Coconut. Gib mir den Coconut Show! Geht. Das geht. Nicht die beste, aber ich muss ein Getränk mit Kokosnuss rausbringen. Weil ich weiß, wie sie schmecken muss. Glaub es mir. Ich hab endlich einen Freund! Ich will ihn euch vorstellen! Krabby! Sag mal hallo! Krabby! Ey, genau wie ich sie zu Hause habe. Guck mal, wie süß der ist. Ich mach dir nichts, Krabby. Aber du bist der Erste, der nicht schüchtern ist. Tatsächlich. Der Erste, der keine Angst vor mir hat. Du bist der Erste, der keine Angst hat. Du hast keine Angst. Du kommst raus und guckst mich. Komm mich gucken. Pass auf, er hat keine Angst. Guck. Grabby, ich mach dir nichts. Ich mach dir wirklich nichts, Grabby. Ich freue mich so, weißt du, dass man mein Lebewesen in der Hand hat.
Aber du beißt mich nicht, Krabby. Wie süß der ist. Wie süß ist der? Ey, du wirst ganz berühmt bei Seven vs. Wild. Sag mal hallo. Steht an. Greedy, reiche mir den Umschlag. Umschlag Nummer 7. Das ist er also. Der allerechte. Und ich muss sagen, diese Umschläge aufzumachen, waren für mich was ganz Besonderes. Das hat viel Spaß gemacht, aber die kleinsten Sachen haben einen so angestrengt, weil diese Legasthie oder so einsetzt. Und ich habe die heute extrem. Ich kann keine 10 Meter gehen, ohne dass ich danach 20 Minuten mich hinsetzen muss. Weil es fehlt einfach an allen Ecken und Enden an Energie. Umschlag Nummer 7. Der letzte Umschlag ist da. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Also es zählt. Messkriterium, Anzahl der abgegebenen Kleidungsstücke, das zählt. Ey, diese Nacht muss aber dann echt, bitte, mach diese Nacht gutes Wetter. Weil wenn es regnet, bin ich komplett am Arsch. Ich bin bereit, alles zu geben. Ich muss Wetter beobachten. Das Wetter. Weißt du, morgen hier mit einer Lungenentzündung rauszugehen, das wäre es auch nicht wert. So. Heute ist das Finale, was Greeny auch betrifft. Greeny wird heute finalisiert. Also ich sag ehrlich, ich hänge echt sehr an dem. Das hat mich die ganze Woche über begleitet. Wer den gewinnt, halt den bitte in Ehren. Seht den nicht als Müll an. Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 7. Den letzten Umschlag habe ich gestern Abend schon mit zu mir hochgenommen. Den werden wir jetzt aufmachen. Die letzte Tageschallenge. So, mal gucken, was hier hinter verbirgt. Es ist sehr leicht, es dürfte wahrscheinlich nur ein Brief, wieder ein Brief sein. Gucken wir mal. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Ja gut. Ich bin ja schon da an Tag 1 splitterfasernackt durch die Gegend gelaufen. Das ist ja noch ein Upgrade quasi dazu, wenn ich die Unterhose anlassen darf. Dann machen wir das wohl so, ne? Stoppen wir mal alles in den Seesack rein. Splitterfasernackt da liegen. Das wird eine ordentliche Zerstechungsaktion von den Sandfliegen, Sandmücken. Ich bin aber überlegen, wie ich es machen werde. Fakt ist auf jeden Fall, ich werde viel abgeben, sehr viel abgeben. Ich bin mal ein bisschen in den Schatten gegangen, sonst habe ich nämlich schon wieder so einen Brand am ersten Tag, beziehungsweise den zweiten und die Sonnenbrand, weil ich alle Klamotten getrocknet habe. Und das merkt man natürlich vom Energiehaushalt und Wasserhaushalt, den man braucht, Energielevel, so besser gesagt. So, einen Teil habe ich schon fertig. So sieht's aus. Das würde ich mal sagen, ist so gut die Hälfte von dem, was ich brauche. Zack. Oder andersrum, ich weiß es noch nicht. Warum das getragen wird. Ah, ja, vielleicht so rum. So, dürfte mich doch kleiden, oder? Ich wollte mit euch auch noch eine Sache teilen.
Und zwar, was die Tageschallenge von Tag 1 anging. Dann ging es darum, etwas für die Community, also für euch zu tun, etwas zu schnitzen, etwas zu basteln und natürlich nicht aus Fellen oder Muscheln oder sonst irgendwas, weil man es natürlich nicht darf, sondern was nicht aus Holz oder irgendwas. Und ich habe im Kopf beim ersten Tag noch, dachte ich so, um irgendwas Cooles zu schnitzen für euch. Machete ist ja scharf und damit könnte man super was machen. Und dann kam immer mehr, nee, ich glaube, ich mache was anderes. Und jetzt geworden ist es final das. So, das erschreckt jetzt vielleicht den einen oder anderen. Lass mich das einmal erklären. Ich habe die ganzen letzten 7 Tage tatsächlich, die letzten Stücke sind gestern dazugekommen, Dinge zusammengesucht. Und das sind alles kleine, also Kinder, Schlappen, Crocs, was weiß ich, was für Marken das sind, alles. Alles von Kindern, die hier angeschwemmt worden sind. Ich habe echt lange überall die ganzen Strände abgesucht hier, bis ich da genug zusammen hatte. Das Gute, Hochwasser hat immer wieder was Neues zutage gefördert. So, der Ball soll symbolisieren die Welt. So, jetzt könnt ihr denken, boah, was ist mit Otto los? Nein, ich finde, das irgendwie passt das hierzu. Der Ball symbolisiert die Welt, die Kinderschuhe, die nächste Generation, die entscheidet, treten wir diese Erde mit Füßen und lassen unsere Schlappen einfach überall liegen oder achten wir einfach auf unseren Müll, achten darauf, ob an jeder Ecke einfach eine Mülltonne haben, das da wegschmeißen und verbreiten das, damit nachfolgende Kindergenerationen auch noch Spaß an dieser Erde haben. Deswegen habe ich da diese Schlappen drauf. So, es ist nichts Geschnitztes. Es ist nichts, ein Jaguarkopf aus feinstem Holz geschnitzt oder sowas. Nein, es ist aus Müll. Es ist aus Müll hier von meinem Spot über ganz viele Tage zusammengesucht. Die ganz kleinen sind wirklich sehr, sehr kleine dabei. Schlappen mit dabei. Und ich glaube, da zählt eher so die Symbolik dahinter. Mir gefällt es trotzdem. Und damit kommt ein bisschen Müll von dieser Insel weg. Und wenn ihr die Idee auch mögt, bin mal gespannt, das Ganze soll ja irgendwie verlost werden in der Community oder vielleicht sogar versteigert, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall der Sinn und Zweck hinter meinem Tag 1 Challenge Gegenstand, Objekt, wie ihr es auch immer nennen wollt. Etwas, um die nachfolgenden Generationen noch aufmerksam zu machen, dass wir nur eine Erde haben, dass wir darauf aufpassen sollen. Und deswegen die ganzen Kinderschuhe. So, zerreißt mich gerne drüber in den Kommentaren, weil ihr erwartet habt, dass ich hier mit einer Axt einen ganzen Baum fälle und hier eine Giraffe draus schnitze. Oder lasst einen lieben Kommentar da. Ich würde mich über beides freuen. Dann wollte ich auch noch eine Sache ausprobieren, und zwar, heute ist das Wetter passend. Ich habe 2 Glasflaschen bei mir am Strand gefunden. Habe da vorne schon mal hingelegt eine alte Kokosnuss. Mit dem Inneren so einen alten Palmwedelzweig. Und ich würde heute mal gern probieren, Feuer machen mit Sonnenlicht. Vorher habe ich nicht wirklich Feuer gebraucht. Alles war immer trocken, dadurch, dass ich in meiner Höhle war. Oder beziehungsweise einfach, ja, nur mit Unterhose bekleidet durch die Gegend gelaufen bin. Und mich würde mal interessieren, kriege ich das damit hin? Die Frage ist nur, ich weiß, in Deutschland habe ich es easy hinbekommen damit, Gras und sowas anzuzünden, also trockenes Zeug. Hier hat es jetzt so stark geregnet die letzten 2 Tage, dass ich nicht weiß, ob ich das hinbekomme. Aber ich werde es testen. Ja, das habe ich hier aus dem Wald geholt. Also hier wirklich dieses, nur die trocknet unfassbar lang. Es knallt zwar wirklich volles Pfund die Sonne. Das habe ich mir auch aus dem Wald geholt. Und da war es eigentlich der Gedanke, dann die Glasflaschen herzunehmen. Und wie gesagt, in Deutschland hat das gut geklappt. Wie so ein Brennglas. Und da hätte mich ehrlich gesagt gestern mal interessiert, wie warm wäre das geworden, wäre das Wetter gestern so. Und ich hätte hier wie mit so einer Lupe das meine Temperatur gemessen. Vielleicht sind die Fasern davon noch einfach noch zu dick. Ich merke, wie sie im Haut der Rücken pellt. Und ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Denn das ist eine Sache, wenn ich mit der Hand drüber gehe, fühlt sich das an wie eine offene Wunde so ein bisschen. Deswegen muss ich echt aufpassen, dass ich jetzt einfach nicht in die offene Sonne gehe. Nicht gut.
Und voll zugemummt muss auch nicht sein bei dem Wetter. Das mit dem Feuer machen lässt mir keine Ruhe. Und jetzt habe ich eine kleine Konstruktion gebaut mit dem Glas. Da habe ich die Flasche genommen und geguckt, wann unten richtig helles Sonnenlicht drauf fällt. Hier unten rein das Material, so umbaut, dass kein Wind reinkommt. Ja, und jetzt lasse ich das einfach drauf scheinen. Stimmt, deswegen muss ich immer ein bisschen beschweren. Ja, und gucken, was passiert. Wie erwartet, funktioniert leider meine Konstruktion nicht. Mit dem Feuer machen, mit der kleinen Flasche. Ich habe das echt jetzt alles mal probiert und man sieht auch nichts, dass irgendwas dunkel geworden ist oder so. An dem Ganzen. Ich weiß nicht, ob es wirklich am Material liegt, weil da eine Restfeuchte drin ist. Klar, die Sonne wandert natürlich auch ein bisschen. Jetzt wäre es hier unten. Also fühlt sich der Stein aber irgendwo näher, das Zeug hier drüber. Nicht besonders heiß an. Tja, das war leider ein Satz mit X. Es wäre schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Dann hätte ich heute Abend nämlich mal richtig schönes erste Mal Feuer gemacht, so als Abschlussfeuer. Ich habe Bock drauf gehabt. Könnt ihr jetzt auch mit der Reibe probieren, Bambus. Aber frisst auch wieder ein bisschen Energie. Und irgendwie habe ich da keinen Bock drauf gerade. Ich werde das allerdings beides in Deutschland nachholen. Beziehungsweise das habe ich schon mal gemacht. Mit der Glasflasche. Und PET-Flasche tatsächlich. Mit der Bambusreibe noch nicht. Aber das werde ich nachholen. Ja. Check, check. So, der Tag nagt sich schon am Ende. Wir haben zumindest mal irgendwie schon nachmittags. Jetzt gleich gibt es noch von mir das... Die letzte Tageschallenge, Challenge Nummer 7, wie ich die machen werde. Und dann noch ein Fazit. Und dann gibt's eine gute Nacht. So, die allerletzte Tageschallenge wird jetzt geöffnet. Outfit des Tages, wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Warte mal, ich muss die Nacht überstehen. Ey, da wirst du ja totgestochen. Ich kann alles abgeben, außer Unterhose. Wenn ich jetzt nur einen Abend das Ganze machen muss, aber bis zur Abholung ist halt schon krank. Wir werden totgestochen. Es ist unglaublich. Boah. Ihr glaubt es nicht, wie anstrengend das sein wird. Ich habe kein Feuer. Alle anderen können alles abgeben, ich nicht. Oder ich beiß halt einfach durch wie ein Hund. Punktevergabe durch Anzahl der abgegebenen Kleidungsstücke. Ich hatte es echt befürchtet, dass sowas kommt. Okay, ja, ich muss mir das überlegen. Ich mache mir gerade ein paar Gedanken zu der Tageschallenge. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe alles ab und reibe mich mit Lehm ein. Wäre halb so wild, weil im Endeffekt kann ich morgen mich einfach nochmal waschen. Stehe ich halt in Unterhose da, ist mir auch scheißegal. Und übrigens, bevor ihr jetzt sagt, ersetzt doch die Kleidung einfach, mit was denn? Mit was? Ich habe zwar Palmwedel, da sind aber Stacheln dran, die 4 cm, 5 cm lang sind. Soll ich mir die in die Haut rammen oder was? Ich bin an den ersten Tests dran. Ich denke, man sieht's. Ich habe mich mit dem Lehm eingerieben und ihn trocknen lassen. Und jetzt mal beobachtet, wo gehen die Sandfliegen hin? Auf die rechte Hand oder auf die linke? Es scheint tatsächlich so, als würden die Sandfliegen zumindest, den linken Arm mehr oder weniger ignorieren. Das heißt, ich bin fliegensicher. Jetzt ist natürlich noch folgende Problematik, die Temperatur. Ich bin eine Frostbeule. Alles unter 20 Grad ist bei mir No-Go und das mit Klamotten. Hohe Temperaturen, gar kein Problem, aber tiefe Temperaturen, Jesus Christ, das halte ich nicht aus. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon angerissen. Ich musste mein Shelter ein bisschen, umfunktionieren, sage ich mal. Hier kommen noch Palmwedel hin. Dort hinten kommen noch Palmwedel hin. Auch an die Seite, aber die größte Modifikation ist aktuell wohl diese Styropor-Konstruktion. Sieht richtig beschissen aus, liegt sich wahrscheinlich auch richtig beschissen. Ist mir aber sowas von egal, das glaubt ihr gar nicht, ne? Zum einen schützt es mich vor dem Wind, zum anderen dürfte es ein bisschen was von meiner eigenen Körperwärme reflektieren. Ich bin zuversichtlich, dass das eine mögliche Option sein könnte. Wenn nicht, rausschmeißen. Kann ich es immer noch. Jawohl. Die Zwischenzeit habe ich genutzt, um an meinem Amulett weiter zu schnitzen. Es ist so geil geworden. Ich habe noch einen Beinknochen gefunden, der hohl war. Das
heißt, ich konnte noch zwei Teile hier hinzufügen. Das sieht so krank aus, ich liebe es. Und ich muss sagen, meine Machete ist wirklich absolut perfekt. Ich habe die letzten 7 Tage oder sagen wir mal 6 Tage immer im Regen liegen lassen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Scheide leider, wie nennt man das, der Clipser davon, der ist leider verrostet, deswegen kriege ich die nicht mehr richtig zu. Und für mich ist es jetzt sicherer, die Machete einfach in den Baum zu rammen, als ja, sie in die Scheide zu tun und damit aufzuhängen. Ist schade, wir hätten eine Kydex-Scheide dabei gehabt. Die Kydex-Scheide wäre, ja, dass sie rostfrei ist, muss ich euch nicht sagen, aber die wäre halt auch wässerresistent gewesen und alles andere. Das ist die Lederscheide nicht unbedingt. Die ist auch super, aber halt hat ein paar Nachteile. Oh, fuck. Ja, bist du deppert. Was war jetzt los? Schaut euch das an. Du sitzt da, ist der Stamm noch trocken. Man sieht den nassen Stein, es hat nicht geregnet. Komplett, alles nass, bis da hinten zum Wasser. Überall. Überall. Das kann... Boah. Der Stamm hat es einfach hier. Jetzt sieht man es. Boah. Da habe ich die Steine hingefetzt eigentlich. Hat es nochmal so wusch. Um einiges 10, 15 cm zurückgeschoben. Oh. Da sieht es jetzt auch ganz anders aus. Der Stamm liegt doch jetzt ganz anders. Seht ihr? Ah, scheiße. Boah. Sehr hohe Wellen kamen da einfach und überschwemmten hier alles bis rüber in den Fluss. Wusch, alles. Und ich lag noch im Shelter drin und hat richtig gerumpelt. Also dieses Mal richtig heftig. So richtig, fuck, sofort Alarm und sofort raus. Ja, dann bin ich eben da, habe mich da hinten irgendwo platziert. Bei dem Stamm da hinten, da sind noch mal ein paar Wellen gekommen, habe 2-3 Stunden gewartet, dachte schon, ob ich mich evakuieren lassen sollte, mich abholen lassen sollte. Dann dachte ich mir, ey, ich hab's halt schon so weit geschafft, jetzt kann ich doch nicht mehr aufhören. Das kann es nicht sein, scheiß drauf. Die Wellen gingen mir zwar schon bis zu den Knien, aber ging noch. Sobald das Wasser hier ein bisschen zurückging, habe ich mir das so halbwegs reingelegt, so dass ich eben schnell rauskomme. Habe mein ganzes Hab und Gut da einfach immer da oben platziert und festgehalten. Also wenn das nicht das Leben am Limit ist, bist du, also ja, na echt, bist du deppert. Muss man sagen, wie es ist. Okay, Challenge Nummer 7. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Was soll ich da jetzt noch machen? Ganz ehrlich, mein Shelter. Ich muss jetzt noch eine Nacht überstehen. Also bis zum Sonnenuntergang muss ich das gemacht haben. Dann muss ich die ganze Nacht und bis sie mich abholen, keine Ahnung, Vormittag, Mittag. Da wäre ich einfach lebensmüde, wenn ich da jetzt meine Sachen auch noch verblompen würde. Wenn in der Nacht solche Wellen kommen könnten, die mich wegschwemmen, dann gebe ich auch noch meine Sachen ab. Also das wäre leider, das muss ich mir einfach eingestehen, eine dumme Aktion, wenn ich das mache. Natürlich, mein Challenge-Herz schlägt sofort höher. Auch jetzt im Moment so. Sicher, nur in der Unterhose, ziehst du durch. Mach das. Das ist aber dann lebensgefährlich werden könnte. Entweder Wellengang, allergische Reaktion, frieren. Ich habe schon den einen oder anderen Schuh mal gefunden. Da gehe ich heute nochmal auf Kleidungssuche. Aber ich bin einfach nur froh, dass ich die Nacht überlebt habe. Jetzt habe ich aber noch eine Nacht vor mir. Und jetzt ist aber der Shelter noch instabiler, als es gestern war. Ach, Wilson, mein Freund. Was machen wir zwei hier nur? Wo sind wir hier gestrandet, ha?
Ah, das kann doch nicht sein. Irgendwo auf einer einsamen Insel klappt ja gerade. Aus einem österreichischen Dorf, das ist doch krass. Scheiße. Aber vorher müssen wir noch lebend raus. Schaffen wir das? Rika! 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 Jawohl! Das schaffen wir! Woo! Ihr glaubt es nicht, Freunde. Ihr glaubt es nicht. Das ist doch meine Hängematte! Das ist doch meine Hängematte! Haha! What the fuck? Also sind meine Gegenstände alle weg wahrscheinlich. Ich wollte eigentlich morgen erst nachgraben und schauen, ob alle noch da sind oder ob alle weg sind. Einfach meine Hängematte gefunden. Krass. Aber macht mich echt stolz, dass die jetzt immer noch nicht gebraucht wurde, dass ich die echt vergraben habe, dass ich echt bei einem Gegenstand überlebt habe. Bis jetzt. Ja. Aber dann würde ich sagen, lass direkt schauen, ob die anderen Dinge noch da sind. Dann kann ich sie auch noch woanders eingraben, bevor sie irgendwo weggeschwemmt werden und dann irgendwo als Müll landen. Wie gesagt, irgendwo da, so ein Gefühl, irgendwo da war alles. Aber es hat es einfach wahrscheinlich 10-mal durchgegraben. Ja, da Freunde, Paracord. So, ja, Paracord, zweiter Gegenstand. Schaut euch das mal an. Ah, zumindest hat sich da noch irgendwie verfangen. Ah ja, was macht man dann jetzt? Ich glaube, der Rest ist unauffindbar. So, aber vielleicht finden wir ja noch was. Aber stellt euch vor, es wäre echt zu irgendeinem anderen Teilnehmer rüber. Das wäre doch die krasseste Story ever, ever, ever. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da dann irgendwo liegt, besteht natürlich auch, wenn die Hängematte da noch liegt. Ja, aber die nehme ich natürlich genau so, wie sie jetzt ist. Und was machen wir jetzt mit dem? Ich will morgen schon nochmal das Erlebnis haben, das auszugraben. Feuerstahl, Wasserfilter fehlt noch. Wo? Da, keine Ahnung. In den Baum rein. Aber wenn das ein Zeichen ist, Paracord und Hängematte, dass ich heute nicht im Shelter pennen soll, weil Lebensgefahr besteht. Und da heute wirklich was passiert, dann war es ein Zeichen von oben. Also, boah. Tag 7, der Tag des Fazits, und ich bin am hin und her überlegen, wie viele Leute tatsächlich noch drin sind. Also, bevor alles losging, als ich noch in Deutschland war, habe ich gesagt, 6 von 7 kommen durch. Mittlerweile glaube ich, 4 von 7 kommen durch. Also Otto auf jeden Fall. Ich kann mir nichts vorstellen, was Otto auch nur ansatzweise zum Aufgeben bringen würde. Ich glaube, der würde selbst hier einfach irgendwo Brackwasser trinken und keine Ahnung was in der größten Not. Ob er es verträgt, ist eine andere Sache. Wo ich sehr gespannt bin, ist, wie Otto die 7 Tage gemeistert hat, im Sinne von die Probleme, die ich hatte, hatte er die auch? Wie hat er die gelöst? Hat er die gleichen Schwierigkeiten gehabt? War das alles für ihn easy? War das alles für ihn Urlaub? Bin ich sehr, sehr gespannt. Auch nochmal die Überlegung vielleicht abschließend für mich. Bin ich zufrieden mit meiner Leistung? Eher so ein 50-50-Ding, weil ich habe sehr viele
Fehlentscheidungen getroffen, tatsächlich, habe ich das Gefühl. Jetzt nicht im Vorfeld, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, sondern hier vor Ort. Also dieses erste Lager da direkt an der Felskante, an diesen Steilfelsen hier aufzubauen, das ist halt einfach nur dumm. Eigentlich total selbstverständlich, aber denkt man nicht dran, überall dort, wo hier an so einer Küstenregion Müll liegt und Treibholz, natürlich kommt bis dahin auch das Wasser. Und wenn man sich hier einmal ein bisschen umguckt, wo hier überall Treibholz und Müll liegt, dann sieht man, dass es einfach keine gute Idee ist, hier ein Lager aufzubauen. So, das hat mir halt schon mal sehr, sehr viel Trouble gebracht. Ansonsten das Thema Feuer, was ich gern angehen wollte, was jetzt heute tatsächlich der erste Tag wäre, wo es eventuell sogar möglich wäre. Hätte ich was anders machen können? Hätte ich irgendwas probieren können? Ich weiß es nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jemals in den letzten 6 Tagen in der Lage war, hier ein Feuer zu entzünden. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es gar nicht probiert, weil es hat nur geregnet, es war alles nass, ultra Luftfeuchtigkeit, mein ganzer Körper war nass. Da war nicht mal dran zu denken, dass ich irgendwie ein Feuer ankriege. Das Ding ist, ich habe mir das alles anders vorgestellt. Ich habe mir das tropischer vorgestellt, mit vielleicht ein bisschen Sandstrand, mit geilem klaren Wasser an Felsen, wo man schnorcheln kann, Fischwelt, Fischbär bauen, geil dann irgendwie mit dem Boot drin, Feuer entzünden, Fische darüber machen, geil essen, eine gute Zeit hier haben. So habe ich es mir vorgestellt. Und genau aus diesem Grund hatte ich an Tag 2 auch diesen extremen Downer, weil ich gemerkt habe, als ich hier ankam, nee, das ist hier nicht. Ist nicht so. Auf den ersten Blick sieht das vielleicht schon ganz cool abenteuerlich aus. Aber im Endeffekt ist es schon ein bisschen Green Hell, ne? Das sind nochmal so abschließende Gedanken zu den letzten Tagen. Ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen revidieren im Sinne von, bin ich zufrieden mit meiner Leistung 50-50? Ja, was hätte ich besser machen können? Wie gesagt, ich habe ein paar Fehler gemacht, da waren auch natürlich ein paar mehr dabei. Auch gerade bei den Challenges habe ich es viel zu übertrieben, wollte es gleich ultra krass bauen und hier und riesen Bambus, Haufen Energie verschwendet und irgendwie Pfeil den und Pfeil das und sowas. Das hätte man alles ein bisschen einfacher machen können. Aber eigentlich ist die Aussage 50-50 Quatsch, weil ich habe versucht, aus allem das Bestmögliche rauszuholen. Und ich denke, das ist mir in größten Teilen auch gelungen, auch wenn es jetzt nicht so idyllisch schön und ich habe mir den Magen voll mit geilem Fisch war. Von daher nehme ich die Aussage von am Anfang nochmal zurück und sage 80-20. 20% waren Dummheiten, 80% waren richtige Entscheidungen. Just for fun probiere ich nochmal eine ganz kleine Sache raus. Ich habe gerade ein bisschen Bambus gefunden, es lag jetzt den ganzen Tag in der Sonne, aber es ist nicht 100% trocken. Und ein bisschen paar Flocken abgeschabt. Wenn ich das einfach nur zum Rauchen bringen würde, wäre für mich schon so ein kleines Mini-Erfolgserlebnis. Es muss halt der genaue Winkel passen. Normalerweise, wenn alles passt, 5 Sekunden, wenn überhaupt, dann fängt es sofort an zu rauchen. Es kann sein, dass die Sonne nicht passt, es kann auch sein, dass das Wasser mittlerweile zu gelb ist. Also nicht klar genug, aber klares Wasser hat man eh nirgends. Naja, schade, wa? Ich wollte es wenigstens mal probiert haben. Da passiert gar nichts. Fühlt sich aber eigentlich recht trocken an. Naja, ein andermal. Fazit zu meiner gewählten Kleidung und dem Ausrüstungsgegenstand. Fangen wir mit der Kleidung an. Ja, Kopfbedeckung habe ich kaum gebraucht, weil es irgendwie mehr geschüttet hat als alles andere. Aber trotzdem für mich immer noch eine gute Wahl, damit komme ich am besten klar. Hemd wirklich super gewesen, Regenjacke geil gewesen, Boxershorts, auch die Hose super happy damit. Das Einzige, was ich kleidungstechnisch wahrscheinlich ändern würde, wären die Schuhe. Wenn ich wüsste, dass es genau so ist, wie ich es jetzt hatte, kann man vorher nie wissen, würde ich, glaube ich, Gummistiefel mitnehmen. Welche, die halt nichts aufsaugen, nicht mit Neopren oder sowas, damit ich die einfach schnell trocken kriege. Weil normale Schuhe, egal was, ob Gore-Tex, ob klein, dünn, groß, lang, kurz, wenn die einmal nass sind, dann sind die nass.
Bei so einem Shirt wie hier trocknet das an der Körperwärme. Alles, was ich anhabe, ist sehr dünn, quick and dry mäßig, aber die Schuhe halt nicht. Aber es gibt meiner Meinung nach auch keine Schuhe, die einfach mal ganz locker wegtrocknen, sondern Schuhe brauchen immer lange zu trocknen. Von daher wären wahrscheinlich Gummistiefel da besser gewesen. Bei den Socken weiß ich nicht, ob ich vielleicht sogar dann irgendwie so Neoprensocken genommen hätte, aber vielleicht schwitzt man sich dann auch übelst einen ab. Kann ich gerade nicht einschätzen. Handschuhe an sich top. Ich würde aber aufgrund der Moskito-Geschichte eher Handschuhe nehmen, die ein bisschen länger sind. Irgendwie bis hier, so was man hier schön drüber stülpen kann, damit das fest ist. Gut, Gürtel habe ich kaum benutzt, weil den habe ich als Umhängeschlaufe genommen für meine Machete. Damit bin ich sehr zufrieden. Das war's zum Thema Kleidung. Und dann zu meinem einen Gegenstand. Zu dieser wundervollen, mittlerweile komplett verrosteten Machete. Würde ich sie nochmal wählen? Jein. Ich muss sagen, die Form, genauso wie sie ist, mit der Länge, dem Griff und so weiter, finde ich super geil, komm mit klar, ist ganz einfach, ursprünglich. Ja, man rutscht hier unten nicht ab, weil es wirklich eine große Nase hat und auch nach oben. Aber ich würde natürlich irgendein Modell wählen, was einen anderen Stahl hat und nicht so weggammelt wie die hier. Ich habe damit alles trotzdem irgendwie halbwegs hinbekommen. Sie ist den Umständen entsprechend scharf, also ich konnte meine Arbeiten trotzdem machen, Shelterbau, dies, das. Aber es gab auch viele Momente, wo ich irgendwie versucht habe, was abzuhacken und gemerkt habe, da passiert einfach nicht mehr viel. Ja, ansonsten finde ich die von der Form, von der Länge, vom Gewicht her und so weiter, finde ich die schon richtig gut. Auch tatsächlich das Tragen mit dieser Schlaufe dran, mit dem Erste-Hilfe-Set, gefällt mir sehr gut. Ja, ob ich nochmal eine Lederscheide nehmen würde? Ich glaube nicht, weil die schimmelt halt komplett weg. Also wenn man hier halt reinguckt, ist hier der komplette Schimmelbelag drin. Die ist von innen drin komplett überzogen. Also müsste man vielleicht auch da was anderes nehmen, was dir nicht sofort wegschimmelt. Auch außen so bei Schimmel dran. Das als kleines Ausrüstungs- und Kleidungsfazit. So, anstatt die ganze Zeit nur sinnlos rumzusitzen und zu warten, dass die Zeit vergeht, habe ich mich nochmal ein kleines Bastelprojekt gewagt, was ich nicht brauche, aber schon immer mal ausprobieren wollte. Ich zeige es euch mal. Wir haben einmal so einen Stock mit so einem Haken und hier so einer Kerbe drin. Ging mit der Machete super einfach. Und eine Zwille, die am Ende hier zu Art so einem halben Balken geformt ist. Ich baue das Ganze schnell zusammen und dann zeige ich euch mal, was ich damit vorhabe oder was es eigentlich darstellt. Meine Damen und Herren, das ist es. Es hätte hier ein bisschen mehr gedreht sein können, ist leider leicht verkantet, aber auf die Schnelle sollte das passen. Hier schön miteinander verknotet, das muss sehr, sehr stabil sein. Das ist wichtig, dass sich das kein Millimeter bewegt. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Das Ganze ist ein stufenlos verstellbarer Topfhalter. Wir stellen uns jetzt mal vor, das hier wäre irgendwie ein Topf, wie ihn jetzt zum Beispiel Joris oder Sabrina mit haben. Ne? Kann man schön Wasser drin kochen, Krabben, Fisch, Topfsuppe, was auch immer. So, dann kann man das hier rüber hängen. Bup, bup, hier hängt der Topf dran. Da ist das Feuer. Und jetzt kann man ganz easy das Ding einmal schon mal hin und her schwenken. Das heißt, weg vom Feuer, hin zum Feuer, ne? Wenn man das mal schnell machen will. Und man kann das Ganze, muss natürlich eine Belastung drauf sein, auch in der Höhe verstellen. Das heißt einfach, zum Beispiel bis ganz nach unten. Jetzt ist es ein bisschen über der Glut, merkt man, oh, Feuer ist zu hoch. Kann man das Ganze einfach hier wieder höher verstellen. Zack. Oder man merkt, ah, reicht, hat genug gekocht, dann schwenkt man es einfach zur Seite. Das ist jetzt wirklich mal ganz schnell provisorisch gebaut, weil ich das schon immer mal ausprobieren wollte, die Technik. Hier, das ist nicht ganz so schön geworden, das hätte anders gedreht sein müssen, mehr durch. Aber im Endeffekt tut's das, was es tun soll. Es ist schwenkbar und es ist halt in der Höhe verstellbar. Und bei Belastung, zack, klemmt sich das halt hier fest. Kurz Pause, es ist so krass. Ey, ich schmeiß dich jetzt ins Wasser. Alter, ich hasse es wirklich. Ich schmeiß dich jetzt ins Wasser. Really? Locker bleiben. Sehr gut. Ja.
Ja, guckt ihr Greenie an. Guckt euch Greenie an. Oh ja, Greenie. Oh, so krass. Oh, Greenie, das ist ein Wahnsinn. Jetzt bist du fertig, Greenie. Ey, guck dir Greenie an. Guck mal. Ey, ist Greenie nicht der absolute Wahnsinn? Er tropft wieder. Ach komm. Greenie. Viel Glück. Ich weiß nicht, wie ihr das gewinnen könnt. Aber das ist meine Bastelarbeit für eine oder für einen von euch. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ein ganz besonderer Preis. 7 Tage war ich mit ihm hier. Das ist ein Boot, Alter. Das ist einfach ein Boot, Alter. Mit 3 Mann, die draufstehen, Alter. Piraten! Oh fuck, was mache ich denn jetzt? Ich sag gar nichts, ne? Ich nehme Messer in die Hand. Ey, die kommen. What the fuck, Alter? Was ist denn jetzt, Alter? Boah, scheiße. Fuck, was ist denn jetzt? Ey, was wollt ihr von mir? Oh, fuck. Das sind auf jeden Fall keine von uns. Alter. Fahr weiter! Das habe ich noch gar nicht erlebt, sowas. Boah, krass. Weil ihr wisst selber, 500 Kilometer von hier ist Medellin, Kolumbien, Pablo Escobar. Irgendwie müssen die Drogen ja rüberkommen. Die fahren rüber. Oh, mein Herz. Ich brauche Pause. Ey, keine Ahnung. Die sind zuerst mit dem Boot auf, die kamen von links, sind dann mit dem Boot auf meinen Strand und dann sind sie wieder rechts weiter. Hau ab! Ich werde kämpfen, ehrlich, glaub mir. Ich werde kämpfen für meine Insel, für mein Beach. Ich werde alles geben. Pause, muss mich ausruhen, muss zu Kräften kommen. So, mein Lieben, ich mache mir Gedanken wegen der Challenge. Und jetzt kommen wir endlich zum Inselhack, den Martin, Survival Martin und ich mir gedacht haben. Survival Martin kennt ihr sicherlich noch aus der ersten Staffel, Schweden. Der hat es geschafft bis zum Ende auch. Und ey, riesen Respekt, riesen Lob. Bin ihm sehr dankbar für alles, was wir geübt haben. Und für alles, was da hat er einen großen Teil so beizutragen, dass ich das bis zum Ende schaffe. Und ja, unsere Idee war lange Unterhose und dann, wenn ich ankomme direkt, die Beine abschneiden, damit ich Stoff habe, vor allem zum Kacken. Wenn du kacken gehst, dass du einen schönen Lappen hast, rein im Bach, rein durch den Schlitz, sauber, Abfahrt, wie feuchte Wischtücher. So, jetzt aber kam ich hier an und dachte mir, ich warte erstmal. Und Gott sei Dank, das war wie meine Schlafhose. Es war Gott sei Dank, habe ich die dabei gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt ist der Moment, wo ich die Beine abtrennen werde, weil ich glaube, ich habe gute Verwendung. Ich bräuchte nämlich für heute Nacht, weil hier nachts scheiße kalt ist, bräuchten wir einfach ein paar Socken. Aber ich habe noch eine andere Idee auch, was man damit machen kann. Jetzt ist wichtig, wo? Wo? Wo abschneiden?
geht gut durch. Hälfte schon durch. Hui. Okay, Freunde, Achtung. Geil. Geil, geil, geil. Okay, und jetzt zeige ich euch, was ich mir gedacht habe. Oh, da gehe ich heute Abend einfach. Ich gehe die Beine rein, aber nur bis zu den Füßen. Und bin hier drin mit den Füßen. Da habe ich eine kleine Lücke. Scheiß drauf. Oder, jetzt kommt's. Die zweite Verwendung. Kopfschutz gebe ich ab. Kein Problem. Ich habe 9. Ich habe 9. Ich habe 9 Kopfschutz. Gib da die Mütze ab für einen Punkt. Punkte sind wichtig. Geil. Okay, jetzt schneiden wir nochmal die andere ab. Alter, und dann geht das doch. Boah, das Ding stinkt, das ist erbärmlich. Und wenn die Leute, ich sag euch auch gleich, wenn ihr denkt hinten, weil da braun ist, ist verschissen. Ist nicht verschissen. Es ist nicht verschissen. Es ist, weil ich mich damit auch auf die Felsen setze. Boah, geil. Jetzt haben wir es doch wieder. Geil. Ich war noch nie so kaputt. Ich laufe immer nur kleine Wege und setze mich sofort wieder irgendwo schnell hin. Ich hatte es noch nie in meinem Leben. Noch gar nicht. Das muss doch am Essen liegen, ja? Weil mir echt keine Kohlenhydrate, kein gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr müsst euch vorstellen, ihr steht auf, lauft 2 Meter und dann, wo kann ich mich gleich wieder hinsetzen? Wirklich, wie ein Senior. Oder wie heißt das? Wie ein Rentner. Aber ich habe schon wieder gute Ideen für Outfit. Ich pack's nur einfach nicht. Ich sollte mir jetzt am letzten Tag auch keinen Stress mehr machen, glaube ich. Doch, ich habe aber noch eine Idee, die will ich unbedingt machen. Ich habe halt noch eine Idee. Meinen Rock ziehe ich auch auf jeden Fall an, wenn die mich morgen abholen. Und ich komme gleich nochmal mit einer Idee. Aber erst versuche ich hier auf dem Stein. Ich schlafe sogar auf Steinen ein, ne? Das gibt's nicht. Ich schlafe auf Steinen ein. Liebt eure Möbel. Schenkt euren Möbeln mehr Aufmerksamkeit. Ihr wisst gar nicht, was ihr an Möbeln habt. An einem Stuhl, an einem Tisch. Kannst du dir vorstellen, wenn du eine Woche lang so arbeitest hier unten mit diesen Sachen als Tisch. Liebt und ehrt eure Möbel und Möbelhäuser. So, meine Lieben. Jetzt kommt's nämlich. Ihr erinnert euch an den Müllsack, den wir gefunden haben, den ich mitgenommen habe. Das ist Haute Couture Côte d'Azur. Laufsteg Amsterdam, Mailand, London. Die nächsten Jahre. Boah, das wäre krass. Wenn das geht. Das wäre krass. Ja! Okay, warte mal. Entschuldigung für diesen Anblick. Ein Schwein vor der Schlachtung. Man kennt's, macht nichts. Ey, das ist so perfekt, ne? Ich werd mal anprobieren, aber ich muss unten den Sack aufschneiden. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, hier drinnen aufzuschneiden, zu riskant, reißt die Naht auf. Ich würde einfach vorne einen Schlitz machen und den dicken Teil hinten für den Arsch. Okay, Sekunde. Ja. Ja. Meine Größe. Anderen Arm noch. Ah! Ich bin ein Wilder! Auf einer einsamen Insel! Boah, das ist doch krass. Ich mache einmal den Catwalk.
Geil! Ich habe totale Wahnvorstellung. Komplette Wahnvorstellung. Ich lieg hier so, mach, versuch ein bisschen zu ruhen. Das gibt's gar nicht. Auf einmal steht meine Familie links da mit meiner Freundin und macht eine Aufführung für mich. Tanzen, singen und Gedichte. Und ich fange noch an zu klatschen hier. Dann ist mir gar nicht aufgefallen. Von rechts irgendwer, ich kenne den nicht, von hier, diskutiert mit mir, welches Menü von welcher Fastfood-Kette das Beste wäre. Von der Qualität und vom Preis-Leistung. Es ist Zeit, dass ich abgeholt werde, wirklich. Ich muss wirklich dringend abgeholt werden. Ganz dringend. Immer wenn ich die Augen so kurz vorm Einigen bin, passieren hier Dinge. Es passieren einfach Dinge, unerklärliche. Ich habe einen Lagerkollaber. Und dann gucke ich immer nach oben, ist schon eine schöne View, ja? Sehr schön, ja? Steht da einfach meine Familie, ey. Der Größe nach sortiert, ne? Der Größe nach. Und ich dann den hier. Oh. No joke. Ich spinne. Danach habe ich mal drüber nachgedacht. Ich dann wirklich den hier. Pass auf. Wirklich den hier. Und mit dem anderen hier diskutiere ich. Ob Five Guys oder McDonald's, Alter. Ich versuche jetzt noch eine Runde Mittagsschlaf zu machen. Wir müssen uns heute noch entscheiden, welche Gegenstände, aber eigentlich steht es schon fest. Aber ich warte natürlich bis Sonnenuntergang, weil bis zum Sonnenuntergang darf man es machen und kurz davor werde ich es auch machen, weil nachher ändert sich noch das Wetter oder so und ich entscheide ja dem Wetter nach, weil sonst, das muss morgen so schön werden. Machen wir heute Abend noch ein schönes Abschlussstatement. Und dann sieht es echt so aus, wie wenn wir Seven vs. Wild geschafft haben, einfach. Das hätte keiner gedacht, echt. Freut mich total. Okay, ciao. Ich sage, versuchen schnell ein Feuer zu machen, auch wenn das sicher wahrscheinlich noch nicht trocken ist. Aber damit ich euch mal die Technik zeigen kann, wie es bei mir zu Hause funktioniert hat mit einem Bambus, weil ja, es wird da oben ja schon sehr schnell dunkel, beziehungsweise wie es eben funktionieren sollte. Man sieht es auch hier noch, der ist feucht, aber wir probieren es. Dann gebe ich einfach hier den Palmtinder hier ins Nest. Ihr seht, hier ist das Loch. Ein kleines Loch, dann kommt hier der Palmtunder, links und rechts daneben, Tinder. Schön zusammengerollt, dass das Loch ein bisschen frei bleibt. Sehr gut. Und jetzt reibe ich einfach entlang der eingeritzten Ding hier so entlang. Genau wo das Loch ist, genau wo eingeritzt wurde. Am besten nur eine ganz knappe Fläche, wie hier eine Kante zum Beispiel, hier wo eingeritzt wurde.
So, und los. Wo sind wir? Da. Oh. Ah! Wow! Vorne ist es schon komplett heiß. Komplett heiß. Oh, fuck. Da ist hier noch kein Rauch, aber irgendwas hat gerade geknackst. Irgendwas ist abgebrochen hier. Boah, das könnte funktionieren. Unglaublich. Boah, mein Kreislauf sagt aus, es geht nicht mehr. Aber ich will es euch unbedingt zeigen. Sieht man schon Rauch? Oder kommt mir das nur so vor? Ist doch ein Rauch. Ist doch ein Rauch. Ja. Nicht brechen jetzt. Aber habt ihr das gesehen? Dann ist hier schon dunkel komplett. Und dann steht hier eine Glut und die bläst man einfach so durchs Loch direkt in das Zündernest rein. Und zack, brennt. Seht ihr das? Also ihr seht, das funktioniert. Er bricht da fast das Teil hier ab. Rauch war schon da. Geil, das freut mich gerade extrem, obwohl der Bambus nass ist. Wäre jetzt trocken gewesen. Ja. Jetzt geklappt. Ist auch so extrem, extrem heiß geworden. Es hat auch richtig geraucht. Ob man es gesehen hat, weiß ich nicht. Ah ja. Dann ist immer kurz davor, wenn es raucht. Noch ein paar Sekunden und dann hast du eine Glut und dann kannst du einfach durchblasen und dann fängt es Feuer. Manchmal draufblasen und Feuer. Boah. Aber natürlich wieder schön. Die völlige Eskalation. Also völlig zerstört. Liege ich jetzt wieder da. Ach, Scheiße. Ach, gut. Letzter Tag. Bin ich so motiviert und will das unbedingt schaffen, dann brennt es immer fast und fast. Keine Ahnung, wie lange ich das jetzt versucht habe. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Boah, jetzt haut es mich gerade komplett zusammen. Letzter Tag, nicht aufgeben. Jede Minute zählt. Ah, das heißt, ich hatte nie ein scheiß Feuer. Ah, das wäre halt für die Laune so gut gewesen oder irgendwas anderes mal zu essen. Also nur Kokosnüsse, dann habe ich insgesamt vielleicht auch nur zwei gegessen, weil ich jedes Mal Durchfall hatte. Ich kann nicht mehr. Aber die eine Kokosnuss, die hängt noch am Baum. Ah, die will ich, das lässt mir keine Ruhe. Das muss ich heute unbedingt noch probieren. Wenigstens eine frische Kokosnuss. Wenigstens eine auf dieser scheiß Insel. Na. Ach, Scheiße. Hast du verdient. Bleib hängen. Ja, schön langsam kommt die Abendflut. Schön langsam. Jo. Und nachdem heute Nacht oder heute Abend sowieso alle Kleidungsstücke und so weiter, nicht alle, aber die Kleidung und so weiter verblombt in den Seesack kommt und verblombt wird, dachte ich mir, holen wir noch schnell das Paracord und die Hängematte und schmeißen es auch direkt in den Seesack rein und verblombten es natürlich auch mit. Ah, moin. Ah, moin. Die Scheiße. Wow. Wow. So da. Und rein da. Ah.
schnell so ein bisschen Kopfband gefertigt. Schauen wir uns mal an, wie es ausschaut. Au! I'm the king of the jungle! I'm the king of the jungle! Ah ja. Und? Passt schon, oder? Angsteinflößend oder nicht? Vielleicht ein bisschen angsteinflößend fürs Meer wäre gut, weil das sollte jetzt nicht mehr näher kommen. Das ist jetzt echt schon zu nah. Auf alle Fälle. Oh. Ah, ist schon gut, ist schon gut. Versuche ich die ganze Zeit die See zu beruhigen, zu meinem Freund zu machen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ja, mittelprächtig. Mittelprächtig. Also Fischen hat ja echt was, muss ich sagen. Auch wenn meine Chancen hier extrem gering sind, aber es hat was. Wenn man nicht brutal von tausenden Moskitos attackiert werden würde die ganze Zeit. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Scherz. Leider nicht. Aber das Prinzip ist super. Der wird dann da drin hängen und zack, habe ich ihn. Ja, na, finde ich super. Mit fetten Köder drin, ja, könnte klappen. Vor allem, wenn das Wasser durchsichtig ist, wenn man genau sieht, wann er drin ist. Ein wunderschöner letzter Tag. Ist in der Mittagssonne. Hier habe ich schon die Erde für heute Abend gesammelt. Guter Lehm. Aber abseits dessen mache ich heute nicht mehr viel, denke ich. Ich sitze jetzt seit 1,5 Stunden so dran und ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist so krass. Sobald man einmal sitzt, sagt der Körper einfach Feierabend. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Fast. Ich könnte noch einen Tag durchziehen. Aber der wäre wirklich, wirklich hart. Heute ist noch so, es geht. Ich habe Bauchschmerzen. Ich denke die ganze Zeit an Taco Bell, Bananenbier, Döner, Dönerteller, Gemüselasagne und 10 andere Sachen. Aber morgen wird es ein Kampf. Und was auch ein Kampf wird, wird heute die Tageschallenge. Denn jetzt gerade schön warm, gemütlich, entspannt. Aber nachts, wenn es regnet und zieht, ich habe gestern gefroren, ist unglaublich. Und ich hatte Jacke und T-Shirt an. Und dieses T-Shirt ist dick. Das heißt, im Worst Case kann ich wieder nicht schlafen. Also, die Sonne geht in ungefähr 2 Stunden unter. Und wenn man mich so ansieht, kann man sich's schon denken, ich werde alle Kleidungsgegenstände abgeben. Außer natürlich meine Unterhose. Gut, wir machen es kurz, denn ich bin ehrlich mit euch, die Sandfliegen zerstechen mich schon jetzt. Also, okay, da ist das Ding. Kleidung ist abgegeben. Damit schmiere ich mich jetzt erstmal mit Lehm ein. Ihr seht dann das fertige Ergebnis. Schön ist es nicht, aber es funktioniert anscheinend. Bisher habe ich keine einzige Sandfliege abbekommen. Naja, mal schauen. Kleine Ergänzung zu gerade eben. Ich habe noch ein bisschen besseren Lehm gefunden. Der ist anscheinend fast rein. Den kann man wirklich ausquetschen und kneten und alles. Der ist super. Den kann ich nämlich einfach hier so über offene Stellen drüber rollen. Und schon sind die wieder sehr dicht. Ja, das ist perfekt. Ich muss den halt immer zu... Also immer wieder ein bisschen auffrischen, weil wenn der nicht feucht ist, dann trägt er tatsächlich mehr ab, als dass er aufträgt. Aber an sich ein super geiles Tool und deutlich hochwertiger als vorher. Merkt man auch, ich bekomme fast keine Stiche mehr. Aber es muss die ganze Zeit aufgefrischt werden. Sobald ich mich irgendwo hinlege oder bewege, reißt das natürlich, sobald es trocken ist, ne? Ja, Freunde, kommen wir zum Fazit oder mein Fazit zu Seven vs. Wild Staffel 2 auf einer einsamen Insel. Das kann ja nur gut ausfallen.
Aber lass uns das ein bisschen zusammenfassen. Also nehmen wir einfach die äußeren Gegebenheiten. Die Idee auf einer einsamen Insel ist, glaube ich, das Beste, was man überhaupt haben kann, weil das ist so das typische Robinson Crusoe, gestrandet sein. Ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, was mich erwartet. Gar nichts, also völliges Neuland. Eine mega Idee von außen, von Fritz, muss man echt mal fettes, fettes Danke sagen, so viele verschiedene Charaktere reinzuholen, so viele verschiedene Spezialgebiete, wo die Leute sind. Fritz ist Outdoor-Profi. Dann haben wir so einen Knossi, der damit gar nichts zu tun hat. Und Sascha Huber, Mindset mega stark, voller, der Sport-Freak, was das angeht, also richtig heftig unterwegs. Eine Nova, die früher mal sehr viel gemacht hat draußen, jetzt nicht mehr ganz so viel. Sabrina, die sich neu in diesem Gebiet probiert. Ein Joris, der sich mit Pflanzen und Tieren auskennt. Und mich. Das heißt, mega geil, Teamzusammenstellung. Dann Orga. Orga, muss man sagen, bis jetzt, abartig gut gemacht. Von A bis Z. Fettes Danke an Wandermut, die da richtig tatkräftig unterstützen. An Max Johannes. Ich meine, es gibt so viele Namen jetzt da noch im Hintergrund, die den meisten wahrscheinlich eh nichts sagen werden. Irre, fettes, fettes Danke, wie ihr das organisiert habt, von Briefings, von Sachen, die wir durchbekommen haben, wie wir, also an Infos, wie so eine Art Schulung, die wir gemacht haben den ganzen Tag, wo wir erst noch in Panama City waren. Dann ist alles perfekt vorbereitet von den Technik-Cases, alles super beschriftet, alles super durchgetaktet. Es ist also einfach, muss man echt sagen, Hut ab, Chapeau, von der Orga her echt heftig, heftig gut. So, dann die Insel. Mir gefällt sie richtig gut. Konnte man nicht besser wählen, das Ganze. Mir gefällt auch mein Spot. So, das zu den äußeren Gegebenheiten. Location mega, Idee mega, Orga-Team hammergut. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Dann mein Feedback. Also für mich eine Wahnsinnserfahrung, weil ich war noch nie in den Gefilden hier. Venezuela ist nicht ganz so weit weg, aber nie alleine auf so einer Insel. In so einem Survival-Szenario mega Spaß gemacht. Die Tageschallenge sind super, super spannend gewesen. Ich bin gespannt, wie wir alle abschneiden werden. Ich weiß ja noch nicht, etwas brodelt natürlich da in mir. Und ja, ich nehme nur gute, positive Vibes mit. Ein bisschen Gedanken hatte ich mir tatsächlich gemacht wegen meinen Rückenschmerzen und was immer noch wieder reinzieht in den Gesäßmuskel und Oberschenkel. Das tatsächlich, dachte ich, hätte in diesen letzten 7 Tagen ein Kriterium sein können, um rauszufliegen, weil es einfach nicht mehr geht. Nicht, weil der Schmerz nicht aushalten kann, Schmerz kann ich gut aushalten, sondern eher der Gedanke, gibt das bleibende Schäden. So, deswegen das Erste, was ich morgen machen werde, ist mal Physio und Doc. Die sollen uns eben alles mal anschauen, mir irgendwas reinjagen zur Not. I don't know, ich bin da kein Spezi. Ja. Unterm Strich kann ich nur sagen, Seven vs. Wild Staffel 2 für mich eine riesen, riesen Ehre dabei gewesen zu sein. Ich weiß heute noch, wie der Anruf von Fritz kam. Und ja, es ist, ich kann nur Positives sagen. Ich bin mega begeistert, ich finde den Spot geil. Ich fand, wie gesagt, alles geil, haben wir schon drüber gesprochen. Ich fühle mich sehr geehrt dafür und vielen Dank, dass ihr alle die Videos anschaut, supportet das Projekt, supportet sehr, sehr natürlich auch gerne Fritz, weil der hat es nicht verdient und sowas. Gibt auch vielen, was man auch oft gar nicht sagt, eine Chance. Sieh mal so ein Joris, war vorher ein, jetzt böse gesagt, No-Name, niemand kannte ihn oder kleinere Kanäle wie meiner oder von der Nova oder von der Sabrina. Die pustet ihr dadurch in eine ganz andere Sphäre. Da kann man ruhig schon mal Danke sagen und sagen, auch cool gemacht, wenn man sonst drüber abstecker über ihn. Hat er nämlich nicht verdient. So, mit diesen Worten und dieser tollen Aussicht schließe ich mein Fazit. Alles bestens, es gibt nichts zu meckern, ich würde es jederzeit wieder tun. So, kommen wir nun zur Challenge, oder die letzte Tageschallenge. Challenge Nummer 7. So, ich überlege gerade, soll ich den Gegenstand auch noch dazu packen? Komm, wir packen den Gegenstand auch noch dazu. Meine geliebte Machete. Auch noch dazu. So, dann muss ich nämlich mal aufschreiben. Anzahl der abgegebenen Kleidungsstücke. Soll ich jetzt eine Zahl aufschreiben oder soll ich einfach alle hinschreiben? Alle schreibe ich hin. So. Ich habe jetzt geschrieben, alle. So hart, wie ich es brauche, könnt ihr es mir nicht besorgen. Schön große Fresse.
So, Plombe ist dran, alles ist verpackt. Das Ding schaue ich nicht nochmal mehr an. Ja, und Ungerbergskin, das kommt jetzt gleich ins Technik-Case. Und schaut mal den Sonnenuntergang. Die ganzen Tage, wo wir hier waren, waren einmal so ein Sonnenuntergang. Heute am letzten Tag belohnt werden mit so einem Wahnsinnsding. Sonne geht im Meer unter. Vor einer kleinen Küste in Panama, vor einer kleinen Insel in Panama. So, meine Lieben, Challenge Time! Die siebte, die letzte. Wie viele Kleidungsstücke gebe ich ab? Ein paar Socken. Kopfbedeckung, und zwar die beste, die es weltweit gibt. Für alle Areas. Fighting! Für alles! Zweiter Punkt. Meine beiden Handschuhe. Schnittfest. Dritter Punkt. Beide Schuhe. Vierter Punkt. Mein Hemd. Fünfter Punkt. Moment, ich ziehe mich kurz um. Meine Hose mit Gürtel. Sechster Punkt, eventuell siebter Punkt oder sechster Punkt mit beidem. Meine Regenjacke behalte ich. Sonst, wenn es echt anfängt zu regnen. Ich stehe hier völlig im Regen im Wasser. Der Regen ist relativ kühl. Und ich glaube, dass ich sehr krank werde dann. Man könnte jetzt natürlich Risiko eingehen und sagen, das Wetter bleibt so. Aber es zieht so schnell zusammen. Meine Regenjacke bleibt bei mir. Das sind meine Gegenstände. Sieben Gegenstände abgegeben. Ich mach zu. Komplett zu. Fertig. Verplombt. Das war's. Meine Challenge. Mein Ball! Mein Ball! Pazifik! Bring mein Ball! Ich komm runter, Ball da oben. Hat dann erwischt. Gute Reise! Mag ein anderer, sehr viel Spaß mit dir haben, Ball. Ich bin morgen auch weg. Mein Ball ist ganz weit hinten. Jetzt kommt ein neuer kleiner angespült. Was ist das für ein Tausch? Das ist eine Schande. Was ist das denn? Abzocke, Pazifik. Abzocke. Damit gehe ich aber zu Kabel 1. Achtung, Abzocke. Lass den Typen mit der Glatze einmal rüber gucken. So, der Moment ist gekommen. Ich bin ja sicher, Sascha. Wenn einer noch drin ist, dann bist du's. Die Sonne geht unter, Saschi. Wenn ich dich noch einmal hören würde. Wir haben gedacht, dass es wirklich funktioniert. Wir haben so oft miteinander telefoniert vor dieser Show. Und gesagt, abends, wenn die Sonne untergeht, geben wir uns ein Zeichen. Sascha! Guru! 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 Mehr Power habe ich. Leider nicht mehr. Alles strengt an. Aber wenn ihr jetzt drüber nachdenkt. Sascha, morgen sehen wir uns. Hoffentlich. Wenn ihr jetzt drüber nachdenkt. Hier war, als ich letzte Woche hier hinkam, war hier Ebbe um die Uhrzeit. Hier verschiebt jemand was. Hier wird an der Erde gedreht. Letzter Abend. Das Gewitter da hinten. Es blitzt die ganze Zeit da hinten. Boah, aber es müssen wir doch jetzt wirklich in der Nacht noch antun. In meiner letzten Nacht. Immer wenn ich mit der Kamera drauf halte, natürlich kein Blitz. Zeig's doch mal den Leuten nochmal.
Ja. Ich sehe nicht, ob das kommt. Wenn das kommt, Jarak. Okay, sagt ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schön findet ihr diese Wicklung? Oh, ist doch richtig satisfying. Ja, also wer auch einen privaten Bondage-Kurs braucht, meldet euch bei mir. Ich bin da ganz tief drin im Game. Oh, Schnüre und Knoten sind schon was Feines. So, meine kleinen Zuckerschnuten. Ihr seht, Sonnenuntergang ist gerade in der Mache. Das heißt, wir geben jetzt final ab. Die Boxershorts ist ja außen vor, hieß es. Die sollen wir da behalten. Ich habe mir die unten ein bisschen zugebunden. Ihr seht es hier, weil ich da meine Füße reinmachen werde. Das heißt, die behalte ich, die ist eh aus der Wertung. Ansonsten habe ich mich dazu entschieden, zwei Sachen zu behalten, um durch die Nacht zu kommen. Und ich hoffe, das ist kein Fehler, weil letzte Nacht hatte ich deutlich mehr an und habe gefroren. Ich habe jetzt nur meine lange Hose an, sonst nichts, und meine Regenjacke. Das sind die zwei Sachen, die ich behalte, plus die Boxershorts. Das heißt, ich gebe ab bis zur Abholung mein eines Paar Stiefel. Eins. Mein Paar Socken, 2, meine Cap, 3, mein Hemd, 4, mein Gürtel, 5 und meine Handschuhe, 6. So, das wird jetzt gleich noch verblombt, aber vorher muss ich das natürlich ja noch eintragen und die Blombe rausholen. Anzahl der abgegebenen Kleidungsstücke, 6. Zack, er ist rum. Okay, ist versiegelt. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Klar, ich kann es aufreißen, dann kriege ich aber 0 Punkte bei der Challenge. Damit sind alle Challenges durch. Alle gemacht, alle eingetragen, alle abgegeben. Jetzt steht noch die 7. Nacht bevor. Und dann ist morgen die Abholung. Es fühlt sich gut an, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Dann können wir ja offen drüber sprechen. Trotzdem auf jeden Fall krasse Erfahrung, definitiv viel dazugelernt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was die anderen erlebt haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wer final alles wirklich durchgekommen ist. Das wird morgen ein riesen Aha-Moment. Aber bis dahin sind es noch einige Stunden. Und gerade so die letzten 24 Stunden, also ganz grob halt gesagt, ne, die ziehen sich natürlich wie Sau. Weil man natürlich eigentlich mit seinen Gedanken schon längst zurück ist, bei den anderen Kandidaten, bei was Geilem zu essen, bei einem schönen Bettchen, einer Dusche. Ich weiß, auf eine Sache, die ich mich schon besonders freue, das war letztes Jahr auch so, und zwar verschiedene Geschmäcker erleben. Das habe ich letztes Jahr sehr genossen. Einfach von jedem wieder ein Stück essen. Ein Stück Käse, ein Stück Schokolade, ein Stück Mohrrübe, ein Stück Apfel. Alles mögliche, einfach wieder diese Geschmäcker zu haben. Es geht gar nicht um die Masse, um den Magen voll zu kriegen, der ist eh mittlerweile nach 7 Tagen völlig verkrumpelt. Sondern um mal wieder geile Geschmäcker zu haben. Mal einen Schluck Eistee, mal einen Schluck Cola. Ja, da gehe ich in alles rein. Da gehe ich in jedes Junkfood rein, um mal wieder einen kleinen Geschmack zu haben. Voll Bock drauf. It's a final countdown. Kann ich mir bitte den Hahn schlachten? Danke. Okay, Freunde. So sehe ich jetzt aus. Und jetzt würde ich sagen, jetzt alles abgeben. Rein in mein Outfit. Für die Nacht. Bis morgen. Bis sie mich abholen. Let's go. Und zwar, Freunde, ich gebe alles ab. Bis auf meine Regenjacke und die Hose. Der Rest kommt weg. Und das ist sozusagen mein Outfit für die Nacht. So. So da. Und jetzt
verblompen durch die zwei Dinger. Ich hoffe, das funktioniert so. Einfach da rein. Hört ihr das? Zack, zack. Verblompt. So, und ihr seht, perfekt verschlossen. Beide Teile, beide verblompt. So sieht's aus. Ah, der Fairness halber, ich habe gerade noch gesehen, ich habe meinen scheiß Gürtel nicht eingepackt. Den habe ich hier liegen gelassen. Naja, gebe ich da rein, gebe mir gerne den Punkt der Abzug. Aus Prinzip lasse ich den aber natürlich auf alle Fälle da drin. Ja, der ist auch für nichts nötig, also ja. Ah ja, egal. So. Jetzt dann schon langsam ins Bett begeben. Einfach nur hoffen, dass ich ewig schlafen kann. Irgendwie. Trotz der ganzen Attacken der Moskitos. Ich vermute, jetzt so schnell geht's, sitze ich jetzt hier schon ungefähr, ja, was ist es, ungefähr 10 Meter, 20 Meter von meinem Shelter entfernt, hier im Wald, auf dem Seesack, der noch natürlich verblombt ist. Aber ja, kann natürlich passieren, dass es irgendwie runterreißt danach, keine Ahnung. Ich muss nämlich immer hin und her siedeln da und durch das Gebüsch ein bisschen Dickicht rein, damit ich nicht auf die höchste Stelle bin, nicht direkt am Meer bin. Ja. Aber es spielt jetzt alles keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist jetzt einfach überleben. Und ja, einfach überleben. Ja, es ist noch mitten in der Nacht. Es ist stockfinster. Aber ich glaube, ein kleiner Tropenregen hat nochmal Bock. Ist jetzt noch entspannt. Das Dach hält auch noch dicht, es schüttet auch nicht aus Eimern. Aber meistens ist das ja jetzt das erste Vorzeichen. In 10 Minuten knallt es dann richtig. Mal gucken. Ist auf jeden Fall schon seit Stunden im Hintergrund am Donnern und am Blitzen. Ja, wäre ja auch langweilig, wenn die letzte Nacht jetzt einfach nochmal normal verlaufen würde, oder? Wäre ja langweilig. Da muss zum Schluss muss noch mal was abgehen. Und wer hätte es geahnt, 5 Minuten später, es geht wieder los. Ja. Noch sieht der Boden okay aus. Ich sage, in 10 Minuten haben wir wieder einen rauschenden Bach. Und ich sag mal so, zum Thema Dach und wie dicht das ist. Naja. Ich gebe mir 15 Minuten, dann bin ich klitschnass. Und es ist kalt. Und ich habe nur 2 Klamotten an. Ja, ich denke mal, so in 3 Stunden ist das wieder vorbei. Quasi eine Sache von Sekunden, muss man jetzt noch aussitzen. Muss man akzeptieren und einfach aussitzen. Aber wie ihr seht, das Dach schützt schon ein bisschen. Klar, es tröpfelt überall durch, aber draußen ist halt richtiger Sturzregen. Aber der Punkt ist, nach einer gewissen Zeit bist du eh durch. Also genauso auch hier drin. So, da ist er, die letzte Nacht bricht an. Bis jetzt kein Sturm, kein Regen. Ich habe nur gerade echt was wirklich, wie sagt man, Unerfreuliches entdeckt. Irgendein Ausschlag eitrig zwischen Schniedel und Oberschenkel. Wenn nicht, dass mich da irgendein Wurm gebissen hat. Ich kann es euch ja nicht zeigen, aber ich hatte heute schon so einen blutfressenden Wurm am Fuß. So einen kleinen weißen. Ziehe ich den ab, merke ich, der zieht Blut. Was ist denn das hier? Naja, er hilft nichts. Morgen gleich zu den Ärzten, wenn die mich ab und gleich Untersuchung, alle Wunden abchecken, ablecken, Wundlecken, alles. So, das ist also mein Setup for the last evening. Ihr wisst Bescheid, hier ist meine Jacke. Die kennt ihr ja.
unverändert. Jetzt als Kissen und falls es regnet, decke ich mich damit zu. Geil. Alter, das ist geil, ne? Das ist gut, ne? Und den anderen auch. Eins ist klar. Geht hier die Sonne auf, pack ich hier alles zusammen, aber ruckzuck und stehe dann da unten. Durchgehend. Ich weiß ja auch nicht, wann die mich holen. Bereite mich vor, zieh mich an. Alles, was ich mir gedacht habe, meine ganzen Kleider, die ich im Dschungel gebaut habe. Und dann war's das mit Seven Worlds Wild. Und ich bin so gespannt, wer das von den anderen auch geschafft hat. Oh. Also diese Gefühle, die man hier hat, gibt es in keiner anderen Show und ich war in vielen Shows. Dass man hier für sich allein kämpft, Challenges macht, keine Ahnung hat, was mit den anderen ist. Und auch so hart alles ist, ne? Es ist krass. Stolz. Unheimlich stolz. Ich liebe euch alle sehr. Auch die Leute von der Survivor-Community, die mich am Anfang nicht mochten oder nichts mit mir anfangen konnten. Leute, jeden Mensch einfach Mensch sein lassen, ne? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mache ich ja bei euch auch. Und ich hoffe, ich habe vielleicht nicht euren Erwartungen entsprochen, aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit mir. In diesem Sinne, morgen ist Weihnachten. Tschüss! Ja, komplett Totalschaden. Alles regnet, Blitz. Da bin ich froh, dass ich die Regenjacke nicht in den Sack verplombt habe. Das war echt, ey, also ich finde, ich habe alle Entscheidungen in der Woche gut getroffen. Wirklich. Gegenständen, die ich dabei habe, bis hin zu diesen Dingern in den Challenges, finde ich, habe ich alles gut getroffen. Jetzt pisst hier. Ich stehe hier unter Palmi. Das ist echt kacke. Jetzt überlege ich halt total krank. Wäre die Show gestern zu Ende gegangen, hätten wir einen Tag vorher angefangen, hätte es in gutem Wetter geendet. Ja, kann da keiner wissen. Ey, ich habe Aussetzer im Kopf, wirklich. Komplett Aussetzer, ja, ist alles nass. Ja, dann leckt mich doch am Arsch. Wenn ihr aber das seht, alles, ja, genau. Ja, genau. Genau. Ja, eigentlich könnte ich die Hängematte jetzt abhängen, aber jetzt ist auch scheißegal. Soll sie nochmal schön vom Tropenregen gewaschen werden. Scheiße. Ich weiß nicht, wann die Sonne aufgeht, aber hoffentlich bald. Und hoffentlich machen die nicht einen auf. Oh, wir lassen die jetzt noch da stehen und sitzen. Hoffentlich kommen die schnell. Das würde mich sehr freuen. Tschüss. Es ist wie Weihnachten. Heute werde ich abgeholt. Es ist unfassbar, diese Vorfreude. Ich kenne diese Freude noch von früher. Wir gehen in Urlaub mit Mama und Papa. Morgen ist Weihnachten. Ich habe Geburtstag. Genau das ist es alles. Ah, ja. Ist auch geil, dass jetzt einfach noch eine Qual wird. Das ist geil. Das ist so. In guten Dokus ist das so. Das ist geil, dass das jetzt noch eine Qual ist. Das muss so sein. Sonst wäre es zu einfach. Man muss sich jetzt durch noch eine Nacht quälen. Das ist einfach geil. Ich habe es irgendwie umgedreht in, boah, alles hart, in, boah, das muss so sein, das ist wichtig. Ah. Ich liebe es einfach. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde ich sowas nicht nochmal machen. Aber einmal, once in a lifetime. Oh, ich habe so ein Kribbeln vor Freude. Das ist das Gefühl, wenn du was geschafft hast. Das verstehst du, das kannst du nicht mit Geld kaufen. Das ist einfach. Und das möchte ich auch mal den Leuten noch mal mitgeben auf dem Weg. Ich habe nie irgendetwas in meinem Leben für Geld gemacht. Ich bin so weit gekommen, weil es Leidenschaft war und Wille,
diese Dinge zu machen. Wenn ihr nur denkt, oh, das bringt jetzt Geld, dann wird es nicht erfolgreich sein. Glaubt mir das. Ihr müsst die Dinge von Herzen einfach wollen. Und was bringt einem jedes Geld der Welt? Wenn du mit 70, 80 auf dem Sterbebett liegst und nochmal an die Momente zurückdenkst, es wird bestimmt nicht eine Zahl auf dem Konto sein, die dich mit Glück erfüllt, sondern es wird das sein, was du erlebt hast. Ciao. Bis vor ein paar Sekunden bin ich hier noch komplett drinnen gelegen, eingekuschelt in Styropor, aber ich kann nicht mehr, wirklich. Ich zitter am ganzen Körper, ich musste einfach nur aufstehen, alles hat gejuckt, alles hat gebrannt, alles hat gezogen. Ich habe gezittert, es geht nicht mehr, ich bin kaputt, wirklich. Und das Problem ist, es ist noch nicht mal volle Flut, beziehungsweise doch, es ist noch nicht mal volle Flut, das heißt, bis Sonnenaufgang sind es noch 3 Stunden oder so. Ich könnte kotzen. 3 Stunden, in denen ich jetzt komplett frieren muss, bis die Sonne da ist und endlich ins warme Wasser kann. Es ist so krank. Es ist so krank. Wirklich. Ich friere so brutal. Es ist ganz, ganz schlimm. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bräuchte echt ein Feuer. Ja. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich hoffe, sie kommen heute einfach nicht um 13, 14 Uhr, sondern einfach so um 8. Das wäre ganz geil. Die Sonne ist immer noch nicht da. Aber was da ist, ist die Flut. Das heißt, die kommt bis unter mein Shelter. Es hat bis gerade eben noch gestürmt in Strömen. Glücklicherweise ist mein Shelter immer noch trocken. Aber jetzt kommt das Wasser von unten. Mir ist arschkalt, die Stechmücken zerstechen mich die ganze Zeit und boah, ey, ich bin so froh, wenn es jetzt alles ein Ende hat. Ich kann nicht mehr, mir ist so kalt und es ist einfach nur noch ekelhaft und boah. Ja, also auf Deutsch, ich habe 10.000 Insektenstiche, ich bin komplett unterkühlt, ich zitter schon seit 8 Stunden. Ne, ist jetzt 12 oder so, keine Ahnung, seit auf jeden Fall gestern 18 Uhr, seitdem die Sonne untergegangen ist. Und, oh, wie soll ich sagen, ich kann einfach nicht mehr, ich bin so am Arsch. Ich habe nicht geschlafen, keine Sekunde, jetzt ist auch noch die Flut da, die macht mich gerade von unten schön nass. Ich habe keinen Bock mehr, wirklich. La Cucaracha, la Cucaracha. Blitz, Donner, Donner sehr, sehr schlimm und Regen ohne Ende. Ich muss oben meinen Ausguck quasi die Position verlassen. Mitten im Regen hier unten noch das an die andere bauen. Mir ist sau kalt. Ich habe zum Glück hier so eine alte Plastiktüte zum Zudecken gefunden, unter der kaue ich mich zusammen. Das war vielleicht eine ganz schön dumme Entscheidung zu sagen, ich gebe alle Klamotten ab. Und mit Regenjacke hätte ich ja echt was mit Schutz gehabt, aber so. Und die Plastiktüte ist auch kaputt, die ich habe. Oh. Aber egal, ich wollte das so. Humor ist immer trotzdem Nacht. Aber ist einfach krass. Ich dachte eh so, ach cool, nachts hat da glaube ich noch nie geregnet. Und dann sehe ich die Blitze am Horizont, nachdem der Packsack zu war. Ja, die letzten 24 Stunden, die müssen nochmal richtig reinhauen, sonst macht das, sonst ist das Ganze nicht wirklich Seven vs. Wild. Jetzt regnet es auch noch. Und das ist der Donner. Ah, das ist so super. Wir geben nochmal richtig Gas auf die letzten Meter, aber so richtig Vollgas auf die letzten Meter mit allem, was die Natur zu bieten kann, hat. Jetzt weiß ich, was so diese hier ist auf dem Meer. Der Regen. Tja, meine Höhle kann ich gerade nicht, denn da ist gerade Hochwasser. Oh, es fängt voll an zu schütten. Mhm. Noch hält das ein bisschen was aus, die Blätterdächer. Yep. Und ich war schon kurz davor zu rufen,
Odin, ist das alles, was du zu bieten hast? Nein, er hat noch mehr zu bieten. So, ich packe mich mal wasserdicht ein. Es regnet. Hier ist die Hölle auf Erden. Ich bin so derb, pitschnass. Alles ist eiskalt. Der Wind pfeift, Blitzdonner, Blitzdonner. Jetzt hat es mal gerade vorübergezogen. Weil ich habe mich eben nicht einen Millimeter getraut zu bewegen, weil ein Millimeter meine Konstruktion hier, die über Löcher hat, die ich über mir dann zuzuhalten, mit den Händen hätte es dann weggerissen und es wäre einfach nur noch schlimmer gewesen. Yep. Das nenne ich mal hart erkämpfte Punkte. Ganz hart erkämpfte Punkte. Richtig hart. Regen ist flüssiger Sonnenschein, sagt der Herr Meinecke immer, ne? Seven versus Wild, Panama.